Liebe Herr Freunde, dear friends, herzlich willkommen zu dieser kurzen, geleiteten Meditation. Welcome to this short guided meditation. Ich schlage vor, dass wir uns darüber klar machen, wo wir uns befinden. I suggest that we start by realizing where we actually are. Dass wir das Raum, der Saal, in der wir sitzen, bewusst machen. That we become aware of the room we are sitting in. Und der Umgebung and the surroundings. Wir sind hier mit sehr verschiedenen persönlichen Geschichten angekommen. We have arrived here with very different personal stories. Und wir versuchen in diese ungefähr 20 Minuten eine gemeinsame Erzählung zu machen. And we will try in these 20 minutes to create a mutual story, a story we can share. Der vereinfachte Geschichte von Meditation, the simplified story of meditation. Wir fangen an mit unseren Körpern. We start with our bodies. Der Körper zu spüren, to feel the body, ist ein konstruktives Ausgangspunkt, ein Meditations. It's a constructive point of departure for meditation. Weil der Körper ist immer hier. Because the body is always here. Wir spüren das Gewicht unseres Körpers. Feel the weight of our body. Die Kontaktpunkte mit der Unterlage. The points where the body presses on the surface where we sit. The meditation mattress. Wir spüren das Leben in unserem Körper. We feel the life, the energy moving in our bodies. Wir machen uns darüber klar, dass diese Meditation keineswegs eine Leistung ist. We become aware of the fact that a meditation is never a performance or a struggle. It is nothing to achieve. Es ist ein Versuch, natürliche, mitgeborene Möglichkeiten von Achtsamkeit und Empathie Platz zu geben. It is a process
where we give space to abilities, possibilities with which we were born, possibilities for becoming aware, for awareness, and for empathy, human contact. Meine persönliche Meinung nach, ob Sie mich diese Meinung zu kurz zu erklären erlauben, my personal opinion, if you will allow me to express that, ist, dass der Kontakt zwischen Menschen ist von größter Bedeutsamkeit, von größter existenzieller Wichtigkeit. That the meeting between people is some of the most important aspects of life. Wir suchen hier in dieser Meditation kleine Schritte zu machen gegen unser Kern, menschlichen Kern oder Essenz, um von dieser tieferen Kontakt mit uns selbst, anderen Menschen tiefer entgegenzukommen. We go into ourself because we want from this deeper contact with ourselves to move outwards towards real meetings with people, deeper meetings with our fellow human beings. Der Körper zu spüren, to feel the body, und in dieser Körper das Herz, and in the body the heart. Nicht die biomechanische Pumpe, die im Brustkorb sich befindet, not the physical heart, aber die empathische Gefühle, the empathic feelings, die im Brust ein physisches Reflex finden, the empathic feelings that have a reflex in the heart region. Und es ist ganz einfach, im Kontakt mit dieser Gefühle zu gelangen. It is simple to get in contact, to take contact with these feelings. Alles wir brauchen, ist uns ein Mensch, von der wir Liebe fühlen oder haben, zu vorstellen. All we need is to imagine or remember a person that we love. Kann ein Kind sein, ein Liebespartner, ein Eltern, ein Freund oder Freundin. Be a child, a partner, a relative,
a friend, mag auch ein Tier sein, it can also be an animal. Es gibt tiefes Liebesverhältnisse zwischen Menschen und Tieren. There can be deep feelings between human beings and animals. Ich nahm teil in Unterricht von einer Klasse, von Schulklasse von Kindern, die in sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen waren. I took part in teaching. I witnessed teachings of children that has grown up under very hard conditions. Und wenn der Lehrer diese Kinder aufgefordert hat, sich eine Person zu vorstellen, die sie liebten, dann hat ein kleines Junge gefragt, mag es ein Teddybär sein? The teacher asked the children to imagine a person they loved, and a little boy raised his hand and asked, is it okay that it's a teddy bear? Weil konnte kein Mensch finden, der ihm liebte. He couldn't imagine any grown-up or another child who loved him. Also Liebe, der Kapazität für Liebe und die konkrete Liebesverhältnisse, die wir alle hier haben, ist ein ungeheuer Privilegium. The capacity to love and the actual loving condition that we all have, we here, is nothing to take for granted. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Privilegium. It's a privilege. Also der Körper, sein Verletzlichkeit, the vulnerability of the body. Und sein der Möglichkeit, mit diesem Körper andere Menschen zu lieben und in sie zu vertrauen. And the possibility of this body to love and feel confidence in relation to other people. It is something that we have right here, right now. And feel grateful for. Dieser Körper, dieser atmende Körper, weil der Körper, der Atmung ist ein integriertes Teil des Körpers. The body and the breathing, which is an integrated part of our life in the body, ist mit das Herz eng verbunden. It's very closely linked to the heart. Und natürlich mit der Bewusstsein eng verbunden. And of course closely linked to the
mind. The consciousness. Man weiß nicht, niemand weiß und will, glaube ich persönlich, niemals begreifen, was Bewusstsein ist. Nobody knows what consciousness is and nobody will, I think, personally ever understand it because it's larger than the language. Es ist größer als die Sprache. Aber man kann es mit Raum vergleichen. You might describe it with space or use space as an analogy. Und wir können sagen, dass der Körper, das Herz, die Atmung und alles, alle Gedanken, Gefühle im Raum von Bewusstsein manifestieren. You could say that everything that comes to our awareness, the body, the heart feelings, the breathing, take place in the space of consciousness, of the mind. Und wir haben ein als Menschen eine Möglichkeit. Wir können, we have a possibility as human beings. Wir brauchen nicht unbedingt alles, was im Bewusstsein manifestiert, zu schätzen. We do not need to evaluate, to judge everything that manifests in the space of our mind. Es ist möglich, man kann vielleicht eine Spiegelfunktion oder eine Spiegelposition zu nehmen. It is possible to take the position of a mirror. Und ohne Ja oder Nein zu sagen, eine Akzept gegen alles, was im Bewusstsein passiert. Zu eine solche Akzept zu öffnen. It is possible to open to mirror-like, non-judgmental accept of everything that appears in consciousness. Diese Spiegelfunktion, diese weit öffnen, nicht schätzen, Akzept zu helfen, versuchen wir, der Körper zu entspannen, to help this non-judgmental acceptance. To help that, we relax the body. Und wir versuchen, das Herz zu erinnern. And we try to remember the empathic feelings of the heart.
und wir versuchen, das Gedankenraum zu entspannen. And we try to relax the mind space where the thoughts appear. Es ist möglich, Gedanken zu entspannen, genau wie die Muskeln zu entspannen. We can relax the thoughts, the thought process, the same way as we relax the muscles. Nicht um eine innere Revolution zu machen, not to make a dramatic inner change, aber ganz einfach, um ein bisschen mehr um unser Mitmenschen ein bisschen mehr unbeschützt entgegenzukommen. In order to approach our fellow human beings with a little less protection. Um diese Verletzlichkeit als groß wie möglich zu machen, to make this open vulnerability as complete as possible. Ist es wichtig, immer der Körper, der Atmung, das Herz und das Bewusstseinsraum in unserer Entspannung oder Öffentlichkeit mitzunehmen. It is important to make, in order to make this vulnerability complete, to remember or to open the body, and not only the body, but also the heart and the mind space, the consciousness, the breathing, um der Welt ein bisschen mehr unbeschützt entgegenzukommen, in order to meet the world a bit more unprotected. And last, schlage ich vor, I'll suggest, dass wir alle Konzepten fallen lassen, auch diese Konzepten von Meditation. I suggest that we let go of all concepts, even the concepts of meditation, weil letztlich ist alle Konzepten, alle Wörter eine Filter, ein Schleier zwischen uns und der Welt. Because sooner or later, or at last, is all language a veil, a filter between us and the world. So let's just rest a minute in this mutual openness in which there is no project, but just a basic kindness. Nur eine grundlegende Freundlichkeit. Thank you.
Vielen Dank. Thank you very much.